Beim Skifahren und Snowboarden steht der Spaß an erster Stelle. Doch auch die Sicherheit ist nicht zu vernachlässigen. Mit einer Skibrille sind die Augen vor UV-Strahlen, Wind und hochfliegendem Schnee geschützt. Das Accessoire sieht zudem stylisch aus und kann für andere Betätigungen wie Bergtouren oder Rodeln Verwendung finden. Auch Extrembergsteiger greifen zu einer entsprechenden Skibrille. Für einen Schutz durch die Skibrille ist es wichtig, dass sie gut belüftet ist. Zudem sollte sie bequem und fest auf dem Helm sitzen. Um die passende für sich zu finden, stellt der folgende Skibrillenvergleich 14 Produkte mit ihren Eigenschaften vor. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Uvex Downhill 2000 FM Skibrille. Die Uvex Skibrille Downhill 2000 FM hat eine Anti-Beschlagbeschichtung und laut Hersteller eine beschlagfreie Rundumsicht dank der sphärischen Doppelscheibe. Hinzu kommen demnach ein 100%iger UV-Schutz sowie ein zusätzlicher Infrarotschutz. Die Verspiegelung der Scheiben soll für einen modischen Look sorgen. Die Goggle gehört zur Filterkategorie 2, Sonne und Wolken im Wechsel, mit einem VLT-Wert von 18-43%. Verzerrfreie Sicht bei allen Geschwindigkeiten, wie der Hersteller angibt, kommen bei der Skibrille Uvex-Scheiben der Güteklasse 1 zum Einsatz, die gespritzt und dezentriert sind. Dadurch gibt es demnach keine Sichtirritationen und auch bei hohen Geschwindigkeiten eine klare Sicht mit nur minimalen Verzerrungen. Die Downhill 2000 FM hat nach Herstellerangaben eine Klimaregulierende, wasserdichte und atmungsaktive Lüftungsmembran. Das sorgt demnach für eine zugfreie Belüftung des Rahmens. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen der Uvex-Skibrille gehören dem Hersteller zufolge eine komfortable Velour-Gesichtsauflage sowie ein rutschfestes Brillenband. Es ist demnach extra breit gestaltet. Ein On-the-Go-Design ist nicht gegeben. Was heißt VLT bei Skibrillen? Die Abkürzung steht für Visible Light Transmission. Der VLT-Wert unterteilt Skibrillen in 5 Kategorien von 0 bis 4 erdrückt in Prozent aus, wie gut die Lichtdurchlässigkeit der Scheiben ist. Je niedriger der Prozentwert, desto höher ist die Filterkategorie und desto weniger UV-Licht lässt die Linse durch. Welche Filterkategorie gewählt werden sollte, richtet sich nach den Lichtverhältnissen beim Skifahren. Im Ratgeber im Anschluss an den Vergleich werden die Kategorien genauer erläutert. Das zweite Produkt in unserer Liste ist Naked Optics Skibrille Uvex Downhill 2000 FM Skibrille. Die Skibrille von Naked Optics hat eine rahmenlose Glasoptik und ist mit einer dreilagigen Schaumstoffbeschichtung ausgestattet. Das Bumproof-Rahmendesign, Bumproof gleich bambusdicht, ermöglicht dem Hersteller zufolge einen festen Halt ohne zu verrutschen. Die Brille passt demnach auf nahezu alle herkömmlichen Skihelme und bietet einen angenehmen Tragekomfort. Der verstellbare Riemen soll dafür sorgen, dass die Brille für die meisten Altersklassen und Kopfgrößen geeignet ist. Die Gläser sind dank SnapTech-Magnetwechselsystem bei Bedarf auswechselbar, um für jedes Wetter gewappnet zu sein. Hochwertige verspiegelte Gläser mit UV-Schutz. Die Skibrille ist mit verspiegelten HD-Gläsern ausgestattet und hat einen UV-400-Sonnenschutz. HD-Glas steht für High-Definition-Glas. Das Material soll bei allen Lichtbedingungen eine scharfe Sicht ermöglichen und Blendeffekte reduzieren. Laut Hersteller hat die Naked Skibrille mit den Wechselgläsern ein extra breites Sichtfeld. Sie hat demnach einen sehr biegsamen PU-Rahmen, der auch bei kalten Temperaturen flexibel bleibt und sich dem Gesicht anpasst. PU bedeutet Polyurethan. Der synthetische Kunststoff gilt als beständig und flexibel. Airflow-Luftkanäle und eine starke Antifog-Beschichtung sollen für eine beschlagfreie Sicht sorgen. Für Brillenträger ist die Goggle nicht geeignet. Zum umfangreichen Lieferumfang gehören Skibrille, Etui, Transportbeutel, Mikrofasertuch, Sticker. Was bedeutet die Schutzstufe UV-400-Schutz? Skibrillen mit der Bezeichnung filtern UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern heraus. Das bedeutet einen 100%igen Schutz der Augen vor schädigenden UV-Strahlen. Der nächste Produkt ist Alpina Free Spirit Skibrille. Die Alpina Skibrille Free Spirit bietet mit ihrer speziellen Scheibentönung in Orange laut Hersteller eine sehr hohe Kontrastbildung und Aufhellung, um Geländedetails noch besser wahrzunehmen.
Außerdem ist sie demnach mit einem Turbobelüftungssystem ausgestattet, das für eine effiziente Rahmenbelüftung sorgt. Thermocoating soll die Isolationseigenschaften verbessern und damit die Sicht und die Sicherheit erhöhen. Die Skibrille von Alpina eignet sich für Damen und Herren und ist der Filterkategorie 2 zugeordnet. Bei ihr fungiert ein zwischen Innen- und Außenscheibe befindliches Luftpolster als Thermoblock. Es soll Kälte ablocken und für eine hohe Beschlagfreiheit sorgen. Hinzu kommt eine Anti-Fog-Beschichtung für laut Hersteller dauerhaft beschlagfreie Bedingungen. Die Free Spirit hat eine gewölbte, zylindrische Quadroflexikon-Doppelverglasung aus Polycarbonat. Das ist ein thermoplastischer Kunststoff. Polycarbonat soll sehr beständig gegen Licht und Fette sein und eine hohe Schlagzähigkeit sowie Wärmeformbeständigkeit aufweisen. Die Abmessungen bei dem Modell lauten 19 cm in der Breite sowie jeweils 10 cm in Höhe und Tiefe. Was ist der Unterschied zwischen sphärischen und zylindrischen Linsen? Beide sind dank horizontaler Biegung an die Kopfform-Gesichtsform angepasst. Die zylindrische Variante ist im Rahmen eingebunden, was das Gesichtsfeld ein wenig einschränken kann. Sphärische Linsen sind im Vergleich dazu auch vertikal gebogen. Das ermöglicht unter anderem einen besseren Blendschutz. Mehr Informationen zum Thema liefert der Ratgeber. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ganzton-Skibrille Alpina Free Spirit Skibrille. Die Skibrille von Ganzton hat einen 100%igen UV-Schutz. Die äußere Linse besteht nach Herstellerangaben aus einem hochfesten Material und die innere Linse hat eine Anti-Beschlag- sowie eine Antikratzbeschichtung. Das abnehmbare Linsendesign soll es ermöglichen, die Skibrille bei unterschiedlichen Sicht- und Wetterbedingungen zu verwenden. Je nach Farbe der Linsen eignet sich die Snowboardbrille für bestimmte Lichtverhältnisse. Die vorgestellte Variante mit einer silbernen Scheibe hat einen VLT-Wert von 18-43% und gehört zur Filterkategorie 2. Mit hochwertiger Revo-Beschichtung. Die Scheiben sind mit einer Hightech-Revo-Beschichtung ausgestattet, die Schutzvisiere der Astronauten bei Weltraumspaziergängen werden beispielsweise so beschichtet. Eine Revo-Beschichtung soll die optische Leistungsfähigkeit verbessern und die Augen vor UVA, UVB sowie infraroten Strahlen schützen. Außerdem werden ihr haltbare und abriebfeste Eigenschaften zugesprochen. Die Ganztonskibrille ist helmkompatibel und soll eine klare 180-Grad-Sicht bieten. Hinzu kommt ein Belüftungssystem mit Öffnungen an der Ober- und Unterseite, die die Luftströmung sowie die Atmungsaktivität verbessern und ein Beschlagen verhindern sollen. Die Abmessungen der Snowboardbrille betragen 17,5 cm in der Breite und 9,7 cm in der Höhe. Dank On-the-Go-Design ist das Modell für Brillenträger geeignet. Zu den weiteren Eigenschaften gehören laut Ganzton: 3-Lag-Eiger Memory Foam für besseren Sitz und gegen Überhitzung. Verbessertes rutschfestes und hochelastisches Silikonstirnband. Schlag- und stoßfester sowie kältebeständiger TPU-Rahmen. Was ist Memory Foam? Das auch als Memory-Schaum, Visco- oder Kaltschaum bezeichnete Material ist sehr elastisch und hat ein Formgedächtnis. Der weiche Kunststoff reagiert auf Körperwärme oder Druck, indem er sich der Körperform anpasst. Tritt keine Belastung mehr auf, nimmt der Memory Foam seine ursprüngliche Form wieder an. Der nächste Produkt ist Edrivetech Skibrille. Die Ski- und Snowboardbrille von Edrivetech eignet sich, je nach Ausführung, für Herren, Damen, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren. Die hier vorgestellte Version mit schwarzen Gläsern und dem Brillengestell ist für Erwachsene gedacht. Sie hat einen VLT-Wert von 6,8% für eine hohe Lichtabsorption. Außerdem ist die Skibrille mit einer Anti-Fog-Beschichtung gegen das Beschlagen sowie einem Antikratzschutz ausgestattet. Sie schützt die Augen mit einem UV-400-Schutz zu 100% vor UV-Strahlen. Die Zweikanalbelüftung ist mit Öffnungen oben und unten konzipiert, die die Wärme von der Innenseite der Linse abführen sollen. 10 Paar Magnete mit starkem Halt und schnellem Tausch, für ein schnelles Wechseln und Reinigen der Linse ist die Skibrille laut Hersteller mit 10 Magnetpaaren ausgestattet. Sie halten die Scheibe demnach besonders fest und sicher. Die Linsen soll innerhalb von 2 Sekunden austauschbar sein. Wie der Hersteller angibt, hat die Skibrille ein großes On-the-Go-Design und sphärische Linsen.
Die rahmenlose Gestaltung bietet demnach eine ungehinderte Rundumsicht auf der Skipiste. Die Edrivetech Snowboard-Brille soll aus einem weichen TPU-Rahmen bestehen, gleich thermoplastisches Polyurethan. Ein dreilagiger, weicher und atmungsaktiver Schaumstoff soll für angenehmen Tragekomfort sorgen und den Wind wie Fahrtwind fernhalten. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Snowledge HB167 Skibrille. Die Snowledge HB167 Skibrille hat eine spezielle Rahmenkonstruktion, die es erlaubt, unter der Skibrille eine normale Korrektionsbrille zu tragen. Das nennt sich On-the-Go-Design, wobei On-the-Go für Over-the-Glasses steht. Die Korrektionsbrille darf dafür maximal 14 cm breit und 4,3 cm hoch sein. Die blaugrüne Linse der Skibrille hat eine Lichtdurchlässigkeit von 4,6%, was der Kategorie 3 entspricht. Damit soll die Brille für sonnige Tage geeignet sein. Ein Austausch der Linse ist möglich, der Hersteller bietet dafür eine breite Auswahl an Scheiben für unterschiedliche Lichtverhältnisse. Mit belüfteter Doppelscheibe, die Snowledge HB167 Skibrille hat eine Doppelscheibe mit beschichteter Innenseite, Antifogbeschichtung und einem Gestell mit Belüftungssystem. Die äußere Linse besteht laut Snowledge aus einem hochfesten Material und hat eine kratzfeste Beschichtung. Die Skibrille bietet einen UV-400 Schutz und hat nach Angaben des Herstellers ein extra langes und elastisches Kopfband, das eine Kompatibilität zu den meisten Skihelmen ermöglicht. Das Kopfband soll aber nicht abnehmbar sein. Der Rahmen aus TPU, also thermoplastischem Polyurethan, soll eine gleichmäßige Gesichtsauflage ermöglichen und erlauben, frei durch die Nase zu atmen. Was ist der Unterschied zwischen Ski- und Schneebrillen? Schneebrillen sind eine Erfindung der Inuit. Zu Anfangszeiten bestanden sie aus einem festen Material und hatten nur einen schmalen Schlitz, um hindurchsehen zu können. Damit sollten die Augen vor der Schneeblindheit geschützt werden. Die heutigen modernen Skibrillen unterscheiden sich wesentlich von den früheren Inuit-Schutzbrillen. Als Synonym wird manchmal der Begriff Schneebrille verwendet, sodass es in der Regel keinen Unterschied zwischen den beiden Arten gibt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Wiclone Skibrille. Im Doppelpack für vielfältigen Einsatz, wer möchte, kann zwei Skibrillen für einen günstigeren Preis erwerben. Sie eignen sich dem Hersteller zufolge zum Skifahren, Klettern, Motorradfahren, Schießen, Fallschirmspringen, auf dem Mountainbike oder für Arbeiten auf der Baustelle. Die Scheiben bestehen aus Polycarbonat und haben einen UV-400-Schutz. Die laut Hersteller ergonomische Skibrille hat nach seinen Angaben einen schlagflexiblen TPU-Rahmen und eine einstellbare sowie elastische Anti-Rutsch-Funktion. Die Linse ist in Regenbogenfarben gestaltet und der Rahmen ist schwarz. Sie ist 18 cm breit und 8,5 cm hoch. Welche Skibrille eignet sich für schlechtes Wetter? Snowboardbrillen mit der Kategorie 0 lassen noch mindestens 80% Licht durch, weshalb sie eine gute Sicht bei Dämmerung oder Bewölkung ermöglichen. Ihr VLT-Wert liegt zwischen 80 und 100%. In der Filterkategorie 1 beträgt der VLT-Wert 43 bis 80%. Solche Brillen eignen sich bei wechselnden Lichtverhältnissen, beispielsweise, wenn der Himmel bedeckt ist und hin und wieder die Sonne durchkommt. Der nächste Produkt in unserer Liste ist WLZP-Skibrille. Sphärischen. Zur Ausstattung der Goggle gehört nach Angaben des Herstellers ein extra langes und elastisches Kopfband, das mit jedem Helm kompatibel ist. Der dreilagige, hochdichte und weiche Schaumstoff sorgt demnach für eine komfortable Passform. Zudem soll er eng am Rahmen befestigt sein und die Brille dadurch staub- und winddicht machen. Gibt es Skibrillen mit Sehstärke? Neben Skibrillen mit On-the-Go-Design, die über der Alltagsbrille getragen werden können, gibt es Clip-in-Brillen. Sie ermöglichen für Menschen mit einer Sehschwäche das Einhängen einer Korrekturbrille in die Goggle per Clip-Mechanismus. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich vom Optiker Korrekturgläser mit der eigenen Sehstärke in die Skibrille integrieren zu lassen. Wie der Hersteller angibt, ist die WLZP-Skibrille kratzfest und hat eine Antifog-Beschichtung. Sie hat demnach einen sicheren TPU-Rahmen, langlebige Verschlussschnallen und einen abnehmbaren Gurt. Ihre Abmessungen betragen 17,1 cm in der Breite und 10,4 cm in der Höhe.
Mit der Lieferung kommen neben der Snowboardbrille ein Brillenetui und ein Transportbeutel. Der nächste Produkt ist Limuva Deluxe Skibrille. Die Deluxe Skibrille für Limuva ist für Minimalisten oder Einsteiger geeignet, die nicht viel Wert auf modernes Design legen. Sie hat laut Hersteller einen UV-Schutz. Allerdings informiert er nicht darüber, welche UV-Strahlen gefiltert werden und bis zu welcher Wellenlänge die Gläser die Strahlung absorbieren. Demnach bietet die Brille aber einen hohen Tragekomfort und besteht aus hochwertigen Materialien. Außerdem ist sie mit einem Antibeschlag ausgestattet. Die Linse ist orange getönt und nicht wechselbar. Das bedeutet, dass die Limuva-Skibrille zwar bei schlechtem Wetter hilfreich, bei Sonnenschein jedoch eher ungeeignet ist. Wie der Hersteller angibt, ist die Skibrille CE geprüft und zertifiziert. Nach Angaben von Limuva erfolgte die Überprüfung und Zertifizierung im Labor. Zum Lieferumfang gehört ein Schutzbeutel. Was bedeutet CE geprüft? Die Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung gültiger EU-Normen und sagt aus, dass ein Produkt den geltenden Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft genügt. Eine CE-Zertifizierung wird in der Regel vom Hersteller selbst vorgenommen und nicht von einer externen Stelle überprüft. Der nächste Produkt ist Black Gravis BCR0410014 Skibrille Limuva Deluxe Skibrille. Antifog-Beschichtung. Goggle. Schnell verschließbar und wasserabweisend, das Kopfband der Snowboardbrille ist Black Gravis zufolge wasserabweisend, leicht und frei verstellbar und hat einen Schnellverschluss. Das führt demnach zu einem sehr angenehmen Tragekomfort. Die Snowboardbrille eignet sich für Damen und Herren und soll dank Belüftungssystem eine sehr gute Luftzirkulation haben. Zahlreiche Scheibenbelüftungen sorgen laut Hersteller dabei für einen Luftaustausch und verhindern das Beschlagen der Brille. Demnach ermöglicht eine weiche und dreilagige Gesichtsauflage ein vollkommen druckfreies Tragegefühl. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Uvex Speedy Pro Skibrille Black Gravis BCR0410014 Skibrille. Die Uvex Speedy Pro Skibrille gibt es in nur einer Größe, in der sich das Modell nach Angaben des Herstellers für Kinder und Jugendliche bis maximal 12 Jahre eignet. Die Brille bietet laut Uvex eine mittlere bzw. normale Reduzierung der Sonneneinstrahlung durch die Filterkategorie 2 mit einer Lichtdurchlässigkeit von 19-43%. Der Hersteller setzt auf die kontrastverstärkende Lasergoldleitscheibe, die dafür sorgen soll, dass die Kinder ihre Umgebung besser wahrnehmen können. Die Brille bietet laut Uvex 100%igen Schutz vor UVA, UVB und UVC Strahlung. Mit Antifog-Beschichtung. Die Uvex Speedy Pro Skibrille bietet durch laut Hersteller durch ihre Antifog-Beschichtung eine maximal beschlagfreie Sicht und optische Qualität in nahezu jeder Wettersituation. Die Skibrille ist mit einer zylindrischen Scheibe ausgestattet, die das Sichtfeld vergrößern soll. Sie verfügt laut Uvex über eine weiche und komfortable Gesichtsauflage und ein in der Länge einstellbares, rutschfestes Brillenband. Hinsichtlich des Materials macht Uvex folgende Angaben. Linse, PVC. Rahmen, Kunststoff. Band, synthetisches Material. Was kostet eine Skibrille mit Sehstärke? Es kommt auf die Variante an. Gute Skibrillen mit Clip-Mechanismus oder On-the-Go-Design sind teilweise bereits für einen niedrigen zweistelligen Betrag erhältlich. Für eine individuelle Anfertigung beim Optiker ist ein tieferer Griff in die Tasche erforderlich. Es können Kosten von über 100 Euro entstehen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Alpina Smash 2.0 Skibrille Uvex Speedy Pro Skibrille. Antifog-Beschichtung. Mehr Beschlagfreiheit dank Double Flex. Die Smash 2.0 ist mit der aufhellenden Double Flex-Scheibentechnologie ausgestattet. Sie sorgt nach Angaben des Herstellers für 20% mehr Beschlagfreiheit. Die Skibrille eignet sich für Damen und Herren. Sie hat einen 100%igen Schutz vor UVA, UVB und UVC-Strahlen. Ihr Linsentyp soll sich für wechselnde Lichtverhältnisse eignen, wobei Alpina den VLT-Wert bzw. die Filterkategorie nicht nennt. Wie der Hersteller angibt, ermöglicht die sehr leichte Allround-Skibrille ein großes Blickfeld. Neben einer orangefarbenen Scheibe ist sie mit einer transparenten Linse erhältlich. Was tun, wenn die Skibrille beschlägt?
Trotz Beschichtung kann es in bestimmten Situationen zu einem Beschlagen der Skibrille kommen. Das wird unter anderem verhindert, indem sie warm aufbewahrt und transportiert wird. Wichtig ist zudem, nicht über die Gläser zu wischen, denn das raut sie auf und hat künftig ein noch schnelleres Beschlagen zur Folge. Besser ist es, die Skibrille kurz an der Luft trocknen zu lassen. Außerdem muss darauf geachtet werden, dass weder Skimaske noch Schal oder ähnliches warme Luft unter die Skibrille leiten oder die Belüftungsschlitze verdecken. Wichtig ist außerdem, die Brille bei einer Pause nicht auf die Stirn zu schieben. Hier hat sich oft Schweiß oder zumindest große Wärme gebildet, sodass ein Beschlagen vorprogrammiert ist. Der nächste Produkt ist Carsair K7014 Skibrille Alpina Smash 2.0 Skibrille. Die Carsair K7014 Skibrille hat zylindrische Gläser und laut Hersteller für ein größeres Sichtfeld ein rahmenloses Design. Die doppelt beschichteten Gläser haben eine kratzfeste Beschichtung auf der Außenseite für zusätzliche Festigkeit und Kratzfestigkeit sowie eine Anti-Fog-Beschichtung auf der Innenseite für beschlagfreie Gläser. Darüber hinaus soll eine Anti-UV-Beschichtung für den klassischen UV-400-Schutz vorhanden sein. Die Skibrille hat ein On-the-Go-Design für Brillenträger und eignet sich nach Angaben des Herstellers für Damen und Herren. Die langen, verstellbaren und stretchbaren Bänder sind laut Carsair sehr dehnbar und lassen sich an alle Helmtypen anpassen. Einfaches Magnetwechselsystem. Die Carsair K7014 Skibrille ist laut Hersteller mit einem einfachen Magnetwechselsystem mit 8 starken Magneten ausgestattet. Das Objektiv wird einfach am Rahmen befestigt und mit einem Klick gewechselt. Verstärkte Belüftungsöffnungen an der Ober- und Unterseite der Skibrille sollen die Luftzirkulation verbessern, das Beschlagen der Brille verhindern und die Atmungsaktivität erhöhen. 3 Lagen hochelastischer Memory-Schaumstoff sorgen laut Carsair für Stoßfestigkeit, während der weiche Oberstoff aus Wolle für einen passgenauen Sitz sorgen soll. Antirutschstreifen aus Silikon sind nach Angaben des Herstellers dafür da, dass die Brille auf dem Helm an Ort und Stelle bleibt und nicht abrutscht. Das bringt mehr Sicherheit bei voller Bewegung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Outdoor Master Pro Skibrille. Die Outdoor Master Pro Skibrille hat ein rahmenloses Design mit sphärischen, rahmenlosen und spiegelbeschichteten Linsen, die nach Angaben des Herstellers eine ungehinderte Sicht auf die Piste ermöglichen. Die Brille ist mit einem magnetischen Wechselsystem ausgestattet, um sie an wechselnde Verhältnisse anzupassen. Dafür stehen beim Hersteller mehr als 20 unterschiedliche Gläser zur Verfügung, um die bestmögliche Sicht zu gewährleisten. Das Angebot beinhaltet pinke Scheiben mit einer Lichtdurchlässigkeit, VLT-Wert, von 17%, ideal für sonnige Tage. Es handelt sich um eine Unisex-Brille, die sich für Damen und Herren gleichermaßen eignen soll. Mit On-the-Go-Design, die Outdoor Master Pro Skibrille verfügt über ein On-the-Go-Design. On-the-Go steht für Over the Glasses und bezeichnet ein Brillendesign, mit sich eine Sehbrille unter der eigentliche Skibrille tragen lässt. Bei dieser Skibrille können Brillen getragen werden, die maximal 13,4 cm breit und 4,2 cm hoch sind. Die Skibrille hat eine Anti-Fog-Beschichtung, die der natürlichen Kondensation entgegenwirken und für mehr Klarheit sorgen soll. Die Linsen bestehen aus Spritzgusspolycarbonat und bieten nach Angaben des Herstellers einen 100%igen UV-400-Schutz. Der Rahmen der Brille ist dagegen komplett aus TPU, also thermoplastischem Polyurethan, gefertigt. Ein langes und elastisches Band soll für eine gute Kompatibilität mit allen auf dem Markt gängigen Helmen sorgen. Im Lieferumfang der Brille befinden sich eine Schutzhülle, eine Tragetasche und ein Garantiedokument über 12 Monate. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Fanny Ski und Snowboard Brille mit Doppelobjektiv. Due to the snow reflect sunlight a strong or cold wind stimulates the eyes. We recommend that you a security professional ski goggles to choose, while the brand Fanny your best choice. Anti-fog treatment. The inner surface of the lens is coated to reduce fogging and a clear look all over. After repeated use, highly foul weather or touch can be. Interchangeable lenses. This can make it easy to different colored lenses changing to light condition. Spielkarte Herz, lighter lens keys having a higher VLT, because more light passes through the lens. Yellow,
gold, amber, green or pink lands all for increased VLT and make good decisions on cloudy, socked in days. Spielkarte Herz, Dark 88 in low VLT, because less light passes through the lands. Brown gray and copper lenses all feature reduced VLT to excel at damper days. Clear lenses are suited to nighttime skiing. Goggles care. Clean your Fenny ski goggles with warm soapy water, rinse and let air dry. If you are dry, polishing it with soft cloth or protection goggles, any time of the year prior to use the lens, frame, and the strapping system to damage Z if when required. Please note, the inner surface of the lens do not rub or wipe it off. This will reduce the effectiveness of the anti-fog coating. Do not use abrasive or rough cleaning fluid, as they could affect the physical properties of your safety glasses. Storage. When you complete your protective glasses not in use, store them in your bag or when away from heat and direct sunlight. Lens with frame package includes Spielkarte Herz, einmal Fenny Ski Goggles Pro. Spielkarte Herz, einmal Case. Spielkarte Herz, einmal Carrying Case. Der nächste Produkt ist Juli Skibrille. Juli Eyewear. Juli Eyewear was founded in 2008 by glasses enthusiasts. In recent years, its products have been sold around the world. Juli offers a wide range of eyewear including outstanding fashion glasses and classic glasses. It has recently begun to focus on eyewear for professional sports and humanized designs. The material used is environmentally friendly and compliant with safety regulations. Juli offers your eyes better protection against UVA and UVB rays. All glasses comply with the USA NCC 80.3 standard and the European CE safety compliance standards. Features and benefits: extremely lightweight UV protection, reduces reflections from surfaces, suitable for daily use, excellent technology and anti-fogging. The mask is designed to offer a comfortable fit, the material is environmentally friendly and does not smell, offers a good clear view. Der nächste Produkt ist Odoland Skibrille. Der nächste Produkt ist Odoland Skibrille. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Jatang Skibrille. Ski Goggles, Ski Snowboard Goggles with UV Protection for those who wear glasses, mirrored finished motorcycle goggles for women, men, girls, boys. When you are playing on your skis or snowboard, skiing, skating, climbing, riding on your motorcycle, mountain bike, parachute, bungee jumping, shooting games, let yourself be rid of the fear of wind, dust, cold, snow, sunshine and harmful lights. Ideal for skiing, motorcycling, skiing, kitesurfing, jet skiing, softer weapon, paintball etc. Features: sturdy ABS mask frame with high rigidity, not easily deformed or broken, to avoid the eyes arching when the lens is hit by an external force. High elastic strap is adapted for any size of head. The design has good ventilation, allows far vision, protects from strong winds, snow grains and all kinds of strong light. High quality and wearable glasses suitable for everyone, and more importantly with their exquisite design they can also be used as night vision goggles. Protection. It usually encloses or protects the area around the eye to protect you from water, wind, sand or dust. You can use it during hiking, cycling and running. Note: these glasses are suitable for everyone. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Outdoor Master Pro XM Skibrille. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Outdoor Master Pro XM Skibrille. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Outdoor Master FBA-800349 Skibrille. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Outdoor Master FBA-800349 Skibrille. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung.
Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.